Wir machen jetzt nicht nur Greed Mode, weil während das zwar für uns immer nur so 20 Minuten hier an einem Abend sind pro Run, dann kriegen die armen Leute auf YouTube immer nur 20 Minuten Isaac am Tag. Das ist ja voll traurig. Was wollen wir denen nicht zumuten, also drücken wir jetzt auf Random und machen zwischendurch mal wieder einen normalen Run. Seht ihr mal, wie lieb ich die habe? Ist unfassbar, oder? Mit Lazarus fehlt uns aber nur noch Repentance. Wobei, wir können schon einen Beast Run mit Lazarus versuchen, ehrlich gesagt. Aber nicht mit Cholera. Da habe ich gar kein Interesse. Was ist das denn für ein komischer Bienenraum? Wobei, Mulligan is not bad. Das Ding ist halt... Mulligan ist nicht schlecht, wenn man das mitten im Run findet. Aber ich glaube, das ist auch okay, wenn man das zum Start hat. Weil Fliegen sind immer geil. Woher weißt du eigentlich noch, wie viel Kohlen du noch brauchst? Was für das, was wir an dem wir aktuell arbeiten, also in dem Fall Holy Mantle oder was? Naja, das weiß ich, weil ich mir noch gemerkt habe von vor 10 Jahren quasi, wie viel Coins ich damals einzahlen musste. Und es sind jetzt noch etwas über die Hälfte von dem, was wir schon haben. Also noch ganz schön viel. Wir haben wirklich leider Gottes dementsprechend noch einige Greed Runs vor uns. Ob wir das wollen oder nicht. So, im allerbesten Fall, also eben wirklich allerbesten Fall, 5 Runs. Das ist aber nicht sehr realistisch, weil dann müsste ich jeden Run so gut hinkriegen, dass ich 99 Coins einzahlen kann. Und dann müsste man das surreale Glück haben. 5 Mal hintereinander bis 6% drauf, nicht die Maschine kaputt zu machen. Das ist nicht sehr realistisch, deswegen sage ich mal noch mindestens 6. Eher 7. Ehrlich gesagt, ich habe gar kein Problem mit der Zecke. 15% weniger Bossleben ist eigentlich voll okay. Ich glaube, ich nehme sie. Scheiß auf Trinkets. Wir machen's. Wir machen's endlich. Es ist Zeit, Baby Plum einfach nur zu streicheln. Tschüss. Da ist die Plumflut. Ich hab dafür ein Achievement bekommen. What? Moment mal. Moment mal. Ich habe dafür ein Steam-Achievement bekommen, kein In-Game-Achievement. Das gibt die Plumflut. Summons a friendly baby plum in the room for 10 seconds. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass ich das noch nie gemacht habe. Kann ja gar nicht sein, weil ich ja das alleine schon wusste und weiß, dass das so geht. Ich bin mega irritiert. Richtig kurios. Ist euch klar, was hier gerade passiert ist? Ich habe gerade eben mein allererstes Achievement, Steam Achievement bekommen
seit dem 24. Juni 2021. Das ist fast 3 Jahre her. Da habe ich zuletzt auf meinem Main-File gespielt. Am 24. Juni 2021 um 3.33 Uhr haben wir nämlich Flip und Samtorium freigespielt. Und das war der Moment und der, also wirklich der Moment, die Stunde, wo ich gesagt habe, ich mache kein Isaac mehr. Und jetzt, fast 3 Jahre später, gibt's mal ein neues Achievement. Das ist ja verrückt. Wilde Zeiten. Make a new friend. Und das ausgerechnet im heutigen Tag. Ist das nicht irgendwie süß? Gut, dann ist das halt so. Babyplan. Werden wir gleich mal einsetzen irgendwo. Bin zwar der aller festen Überzeugung, dass ich das schon mal gemacht habe. Aber es vielleicht kein Achievement dafür gab, weil damals unter Mods Achievements nicht möglich waren. Das könnte möglich sein. Ich habe früher auch schon viel Isaac gemoddet. Ich glaube, das ist das realistischste Szenario. Soul Cleaver splits collectibles into item wisps. Collectibles into Item Wisps. Also all das, was jetzt hier gerade am Boden liegt, werden zu Wisps. Oh ne, wir reden von Collectibles und nicht von Pickups. Wait, habe ich jetzt Baby Plum Flöte als Item? Und wo kommt das Robo Baby her? Okay. Ja, so viel zum Thema Babyplum. Ja, das war nicht ganz geplant, aber da ist eine Tier ab. Tier ist ab, Kinnast. Oh! Tier ist ab ist gerade extrem gut, weil. Ach du Scheiße. Hier geht's ja. Was ist das für ein geiler Raum? Weil das so gut ist mit unserem Mulligan. Chance to gain plus 2x damage for the room when taking damage. Io Joyful ist natürlich vollkommen fein. Kommt hier jetzt auch noch was Gutes bei rum? Nee. 3 Soul Hearts ist natürlich... Das ist ja klasse, dann garantiere ich mir einen Deal. Ja, lass mal machen. Naja, ein Item halt, Flo. Mein Soul Cleaver, das hat eigentlich Potenzial, weil alles, was kacke ist, kannst du jetzt in eine Wisp umwandeln. Ah, das ist natürlich ein Champion, der mir jetzt wehgetan hat. Das fühle ich eigentlich schon. Immer lecker, finde ich's. Immer. So, naja, okay. Dann lass mal hier lang gehen. Theoretisch hätte ich natürlich sterben können und dann die Soul Hearts nehmen. Das hätte man durchaus als Move machen können. Aber mache ich mir jetzt gar nicht so ins Hemd. Das ist so völlig fein. Muss man einfach sagen, durch Mulligan alleine. Easy. Brauche ich gar nicht das Damage ab durch den toten Lazarus. Lieber ein Backup, falls ich wirklich Scheiße baue. Es geht nichts übers Augustiner. Es ist und bleibt das Beste. So. Chirumiro. Soul Heart Damage up.
Oh, das war richtig geil mit dem Freeze-Effekt. Will ich jetzt... Ich meine, wir müssen kein Mega-Satan und so Zeug mehr machen. Will ich jetzt vielleicht sogar... Devil Deal machen? Na. Na, keine Lust. Wir haben ja gesagt, wir machen da den Bums jetzt eigentlich nur für... Beast, ne? Beast wurde mal gesagt. Warum Baby 3.0 ist so useless, ey? So, das ist die gute alte Joy-Pille und das ist Goat's Eye. Was natürlich keinen Sinn macht, wegen der Zacke. So, die Joy-Pille ist spätestens beim Beast-Fight natürlich klasse. Und doppelt den Damage für einen Raum. Ja, ich liebe es hier, Romiro. Das ist mega mit dem Freeze-Effekt, weil du dann einfach in einer Sekunde den Raum studieren kannst, wie du den machen willst. Ist mega. Sieht nach nicht viel Zeit aus, aber die Wahrheit ist, dass das echt hilft. Ausnahmsweise machen wir eben mal Haufen auf. Wobei, bringt uns nichts, kann das Scheißhaufen-Trinket gar nicht nehmen. So, hier hätten wir Book of Secrets. Ist auch nicht schlecht. Aber ich werde jetzt einfach mal diesen Soul Cleaver spielen. Okay, offensichtlich werden das Random Items, weil aus dem Book of Secrets ist jetzt auch das irgendeine Bottle geworden. Aber hey, sind Forever Items. Ja, wir müssen hier eigentlich nichts machen, sondern direkt zum Boss gehen. Theoretisch war hier noch eine Joy-Pille, ich könnte also easy peasy die drücken. Wäre es vermutlich sogar wert. Ganz schön viele Ads, der Kollege hier. Ein Robo-Baby, einfach useless. Oh mein Gott, ist schon kaputt gegangen. Fuck. Oh je, Mine. Dann hätte ich mal lieber die Joy-Pille gedrückt. Hm. Und hätte ich vielleicht doch lieber Book of Secrets genommen. Wer weiß, wer weiß. So, Old Bandage. Ja, das nehmen wir natürlich, weil das kann nicht schaden. Was natürlich jetzt witzig ist, durch die Tatsache, dass ich die Zecke genommen habe, kann ich ja gar keinen Crack Key machen, richtig? Da habe ich jetzt irgendwie nicht drüber nachgedacht, ne? Das heißt, ich muss jetzt Glück haben, dass ein Trinket in irgendeinem Itemraum oder Bossraum spawnt. Weil sonst hat sich's hier nämlich ausgebeastet. Ja, wie wahrscheinlich ist es, das Matchbook zu finden. Also das ist ja nicht sehr realistisch. Hm, naja, okay. Matchstick in dem Fall. Also, meine Frage, sagst du, ist es wert, irgendwas vom Frittier-Adventskalender nachzumachen? Der Käsekuchen war schon ziemlich geil. Die Pizza ist auch ein Träumchen.
Mal, wenn wir gesagt haben, es schmeckt, dann, ja. Reicht das nicht? Ansonsten kann ich nur von früher die Oreo-Kekse empfehlen. Die waren Weltklasse. Okay. Ja, Joyful enttäuscht nicht. Hallo, Genny. Was ist das jetzt hier für ein kleiner Isaac? Wer ist denn er? Boah. Spinne nervt nicht. Hey, der Kleine! Der ist ja lustig. Nein, da ist wieder einer auf das Ding gesprungen, schon wieder kaputt. Glowing Hourglass. Oh, ich überlege. Ich glaube, das ist jetzt wahrscheinlich sogar besser als die. Soul Cleaver macht mich nicht glücklich. Ich sag's, wie es ist. Solange die Item-Wisps kaputt gehen können, ist das ja useless. Let me get on my ass. Ja, ich nehme das Hourglass, falls ich in irgendeinem Raum richtig scheiße baue. Boah, diese Fliege ist ja absoluter Terz. Hm. Kann ich ja schon fast drücken. Ja, ist mir zu dumm. Zu viele Solats verloren. Hallo Aventurion, grüß dich. Wir müssen das anders machen. Diese Fliege. So, jetzt aber. Scheiße. Die sind auch zielsicher. Ja, das ist nicht okay. Was macht der Kleine? Ist er beschäftigt mit denen? Okay. Kriegen wir hier nochmal so einen krassen Raum wie gerade? Hm. 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 Wow, das Sun. Puh, das Sun ist vielleicht besser als Joy. Weil wir 4 Herzcontainer haben. Schon sehr gut möglich, dass ich damit hinten raus mehr anfangen kann. Weil Beast und Co. kriege ich auch so down. Da jetzt ein bisschen mehr Damage habe oder nicht. Boah, diese Kleinen. Sind die nervig. Die hätte man auch niemals ins Spiel bringen dürfen, ey. Furchtbar. Okay, der kleine Isaac scheint tot zu sein. Traurig. Wir haben keine Schlüssel mehr. Ich hätte gerne die ganzen anderen Kisten noch geöffnet. Mit Glück ist in so einer Kiste ja immer ein Schlüssel. Schade. Schade. Hm. Naja. Dann eben nicht. Och, du ahnst es nicht, wir sind nur noch völlig falsch. Boah, kleiner Raum mit Spinnweben, sau eklig. Ja, so wollte ich das haben.
von mir aus. Und da gibt's noch eine Pille. Nein, die will ich aber nicht. Naja, der Raum war jetzt nicht so gut. Ich wünsche dir was. Gute Nacht. Eigentlich nicht, Felix, nein. Oh ja, die kleinen Spinnen schnell weg hier. Gertie. Au! Oh, der Joyful Effekt. Okay, ich habe schon zu viel Damage genommen. Nicht. Was ist denn mit mir? Ja, ein Hit ist okay. Zwei akzeptiere ich nicht. Ich sagte, zwei akzeptiere ich nicht. Wenn es noch mit Ads kommt, ist es immer ein bisschen schwieriger. Boah, mir fehlt es ja komplett an Damage. Holy shit. Egal, nur einer. So, Damage up, House on Toast. Ja, es muss hier ein Trinket spawnen, sonst ist der Run für die Katz. Hallo, Madeline. Und zwar so langsam schnell. Also, noch augustlich. Tja. Da habe ich echt nicht so nachgedacht. Au. Würde die Zecke abfallen, wenn du stirbst? Ich glaube nicht. Wäre mir zumindest nicht bekannt. Boah, was ist denn das für ein beschissener Raum? Jo, ich guck kurz, ob es unten weitergeht, ansonsten sprenge ich mich aus dem anderen. Offensichtlich will ich mich aus dem anderen sprengen. Fürchterlich, diese scheiß nicht sterben könnenden Geister. Alle löschen, ey. Ja, toll, hier gibt's aber drei Räume zur Auswahl. Na, klasse. Ach, gut, dass wir ein paar Bomben auf Tasche haben. Naja, gut, der Weg war jetzt schon mal korrekt. Oh, ja, komm halt. Ich wusste nicht, dass sie nur zu mir kommen, wenn ich an denen vorbeigehe. Okay, was haben wir hier? Belly Button. Allows Isaac to carry two trinkets. Spawns a random trinket.
Wie kann man so ein Schwein haben? Uff, okay. Ladies and Gentlemen, wir können offiziell Biss machen. Okay, alle Wege sind falsch, aber er ist jetzt auch schon egal. Der Belly Button für ein Trinket im Alterraum, das ist schon sensationell, ne? Muss man einfach mal sagen. So, also müssen wir uns so zusammenreißen. 100% Angel Deal, wird auch mal Zeit, bis wir keinen einzigen bekommen. 22 Coins können wir auch mal hier reinschauen für die Alabaster Box. Kriegen wir so viel noch zusammen? Oder profitiere ich doch mehr durch meine Sanduhr? Ich glaube, ich bleibe bei meiner Sanduhr. Ich glaube, alle Bossboxes. Beastweg. Ein bisschen too close. Felix kann ich auch nicht. Schon gar nicht mit den ganzen Modded-Sachen. Dafür haben wir den Text, den wir auch gerade vorlesen konnten. Boah, Kinders, ich kann die nicht angreifen da hinten in der Ecke, ne? Und die anderen sind unsterblich. Ich brauche also zwei Bomben. Das darf doch nicht wahr sein. Was, wenn du hier keine Bombe hast? Achso, dann sprengt er das auf. Okay. Scheiß Methode. Ich gehöre zum Wolfpack. Ja gut, aber Felix, in 10 Jahren kommt halt so einiges zusammen, was man sich dann auch mal merken kann, ne? Globerer, dankeschön für den 45. Oh Mann, ich verliere hier viel zu viel Leben gerade. Na, ich weiß noch meine eisigen Anfänge, wie ich mir da schwer getan habe, die Dinge zu merken. Mussten schon ein paar hundert Stunden fallen, dass das mal lief. Gerade bei denen, die man sich nicht mal merken will. Da gibt es ja natürlich absolute No-Brainer-Items, die du die einfach merkst nach dem Spielen, weil die halt dann in der Regel sehr geil sind oder sehr schlecht sind. Aber irgendwelche Durchschnitts-Items, hey, vergisst man da natürlich schnell. Die droppen so viele Herzen. Was soll ich damit? Der Run kann nichts. Eigentlich würde ich den gar nicht mehr spielen. Der lebt immer noch nur eigentlich durch die Mulligan-Sache. Boah, wenn ich jetzt meinen Angel-Deal nicht krieg, ne? Ja, ich habe wohl nicht viel Wahl. Ich habe zweimal die Dings. Ich muss den jetzt einfach ohne Damage machen. Was schwierig ist, weil ich Gusto nicht so gut kenne. Jo, wie viel Ads sollen's denn sein, Alter? Und Herzen auch noch. Oh ja, das war's.
Ja, ich bin ganz ehrlich, ich habe auch echt keinen Bock, nochmal zu versuchen. Der ist eh sehr schwer. Sagen wir so. Ich werde es trotzdem versuchen. Ich meine, es ist nur der Beast-Weg. Der Weg zu Beast ist easy, aber... Dogma und die Reiter mit dem Lineup aktuell, das fühle ich noch gar nicht. Okay, er gönnt sich erstmal Crickets Buddy. Problem ist halt, ich brauche wirklich dringend noch einen Angel Deal. Sonst wird das mit dem Liner wirklich, wirklich unangenehm. Schauen wir mal. Ich kann dreimal Rewind Time machen. Ja, der Joyful-Effekt ist auch einfach nicht schön. Aber das soll er ja auch so sein, ne? Und Soul Heart und dann Mar mit dem Lineup fast no hit. Junge, Junge. Haben wir was vorgenommen. Na ja, Felix, das siehst du ja gleich. Okay, an Herzen scheitert er offensichtlich nicht. Als hätte ich Little Chat dabei. Nein! Oh, ich habe nicht gesehen, dass da diese Suppe ist. Ach, ich muss in dem Raum eh nicht sein. Führt doch zu nix. Ja, jetzt wird's immer schwieriger. Ich glaube, da war jetzt auch kein Soulhard mehr. Gut, dass ich die Alabasterbox nicht genommen habe, da hätte ich mich nur geärgert. Ich kann über den Angel Deal hinwegsehen, wenn da jetzt ein wirklich gutes Item ist. Aber... wie hoch sind die Chancen? Der Joystick! Oh. Joyful und Joystick, wa? So funktioniert das aber nicht. Ich gehöre zum Wolfpack. 49 Monate Liebe, dieser Patrick, ey. Vielen Dank. Okay, schauen wir uns das mal an. Das war schon wieder unglaublich knapp. Weil ich natürlich gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, dass die die Seite wechseln. Ja. Probier's noch einmal.
Boah, ich mach so wenig Damage. Holy shit, ist das alles knapp. Ja, ich mach zu wenig Damage. Ich schaff's nicht. Ich mach zu wenig Damage, bin zu langsam. Das war echt nicht, warum ich den Run spiele. Kann's euch nicht sagen. Oh. Naja. Boah, das ist echt Schmutz. Das ist wirklich, wirklich Schmutz. Wait, könnte mir das was retten? Geht das backwards? Felix, das war Sarkasmus. Oh yeah. Ach ja Gott, okay. Dann müssen wir halt auf die 36% hoffen. Und dass ich mal einen No-Hit mache. Okay, das hat jetzt nicht so viel gebracht. Wir kommen am Shop noch vorbei. Die Frage ist halt, ob das rückwärts auch noch zählt und ich jetzt immer noch ein Item-Switch kriege. Oh ja, kriege ich. Firemind ist witzigerweise genau das Item gewesen, das uns unseren ersten Beast Kill hier im Forerunner-Projekt gebracht hat. Ich meine, das ist mal was. Ich habe den Ding mit dem X aber noch nicht gesehen, oder? Mit der Full-Karte, oder? Okay, die Firemind macht den Run gerade vielleicht spielbar. Ja, toll. Das Options-Ding kommt eindeutig zu spät. Der Coin könnte mir aber der Sonar könnte mir aber vielleicht einen Deal garantieren. 46% kommen wir immerhin. Mit Keeper Shop-Ding sprengen drauf. Hm. Shit, Moment, ich muss ihn verpasst haben. Ich muss den Totenkopf verpasst haben. Hier nicht. Hier nicht. Ja. So. Achso, ich muss an den Herzen gar nicht vorbeirennen. Ja, das andere Herz können wir noch holen auf dem Rückweg. Ich habe jetzt 5 Coins. Ich guck mal, ob ich mir so die 46% gönnen kann. Ich meine, man wird ewig dauern. Mit dem Damage, sind wir mal ehrlich. Aber was haben wir für eine Wahl? Ist das die rote? Das ist die rote Marm. Das macht die Sache schon fast erträglich. Kein Angel Deal für uns in diesem Run. Wir müssen also das quasi alleine durch Firemind carryen. Klingt verrückt, ist es auch. Aller Logen.
Klingt verrückt, ist es auch. So, wir nehmen natürlich das Polaroid. Wir porten uns raus. Wir holen schnell das Herz. Ah ne, das Herz brauchen wir gar nicht. Die Sun-Karte eben. Oh je, Mini. Okay, let's try. Darf auf gar keinen Fall Crack Key dann gleich vergessen. Moment mal. Ich glaube, ich werde ein Problem kriegen. Nee. Sind wir mal ehrlich? Scheiß drauf. Crack Key ist halb so wichtig. Ich will doch den Tainted Shiny. Ich habe natürlich mich nicht informiert, an was was die Grafik, die Audio-File-Dinger hier kaputt macht. Ist auch egal. Ich habe ganz schön viel Damage hier kassiert, mache ich das nochmal? Ja, oder? Okay, ich muss mir das echt dringend aufschreiben. Das ist nämlich wirklich schlimm. What the fuck is this? What the actual fuck? Bob's Heart. Was auch immer hier liegt, ich will's haben. D10. Vielleicht doch nicht. Scheiße. Boah, dieser Run, ey. Dieser Run. Wieso spielen wir den? Ach ja. Das wird unangenehm. Oh nee, da brauche ich ihn für, wenn ich mir kein Damage geben will. Unnötig. So eine scheiß Spielstreckung. Okay, immerhin. Ich wusste schon, dass das Feuer versucht, mir auf den Sack zu gehen. Okay. I spent it. It's gone. Just get over it. You mean it's gone? How can you have spent our savings? Geht's. Der Spaß beginnt. So, wir haben es in Death 1 gehabt, ne, dieses Phänomen. Mit dem Belly Button. Jawohl, genau so wollte ich das sprengen. Perfekt. 2 Soul Hearts, wichtig. Boah, der Beastkampf wird auf jeden Fall lange gehen, so. Aber es geht. Firemind wird schon ein bisschen carryen. Ohne wär's richtig schlimm.
meine, wir haben ja noch den Joy-Effekt. Wir werden ja Beast nicht noch Hit machen. Jawohl, nochmal ein Damage ab. Normalerweise mache ich solche Kisten gar nicht mehr auf, aber jetzt gerade bin ich in einer Situation, wo ich alles irgendwie gebrauchen kann. Moment. Oh, Enemies in the current room will drop souls on death. Achso, ich brauche jetzt den Itemraum. Achso, nee, es ist ja egal. Ich gehöre zum Wolfpack. Was zum Teufel, Alter? So, Job Pony geht in Rente. 65 Monate. Vielen, vielen Dank dafür. Das mal alles so einfach. Was gibt's hier nochmal? Justice. Okay. Holy moly. Ich mach ein Blackheart bei. Tower Temperance World Emperor. Sad. Ich hatte mir natürlich schon gehofft. Noch eine Hierophant-Karte so zu kriegen. So, jetzt ist halt, das ist halt das Ding. Ich sage Scheiß auf Tainted Lazarus. Niemand juckt das. Weil ohne die Sun-Karte, glaube ich, werde ich keine Chance haben. Tja. Mir ist Tainted Lazarus eigentlich schon ziemlich egal. Lass einfach dafür sorgen, dass wir Beast schaffen. Auch wenn Belly Button das möglich gemacht hat und es war ein wilder Moment, sind wir mal ehrlich. No one cares. Dich jetzt nochmal tauschen. Aber gibt, glaube ich, keinen wirklichen Grund für. Was ist das für eine Scheißfliege? Weil ich bin so schwach und der Kampf wird so lange dauern, dass ich sehr wahrscheinlich mein Leben brauchen werde. Pork Alley. Weiß ich doch, gibt doch immer was Feines. Oh, kein Geld mehr. Jesus fucking Christ. Okay. That escalated quickly. 0,15 Tears up. Damit komme ich klar. Diese Joy-Pillen wollen sie dir aber auch echt aufzwängen, ey. Das Mini-Tears-Up spür ich. Fuck
shit, ey. Oh, wir hätten nur runtergehen müssen. Nachher immer schlauer. Also, aber was explodiert denn hier alles? Und man kann ja wirklich zwei tragen mit dem Bellybutton dann auch. Cool. Yeah, okay. Ich gehöre zum Wolfpack. Mora, danke schön für den 47. Und alles Gute nochmal nachträglich. Jo. Pray with us. Besser nicht. Darum fertig? Ja. Nicht, dass die Tür aufgesprengt ist, gehst du raus, bist falsch, musst wieder machen. Okay, ich wollte die Sun-Karte erst spätestens bei Dogwan nutzen. Können wir uns jetzt zusammenreißen hier? Ayo, Tech X, willst du mich verarschen? Was ist denn das für eine OP-Scheiße? OP darf nur ich sein, nicht die Gegner. Boah, ich brauch das gleich wirklich. Ja. Was soll ich sagen? Ich sterbe. RIP. Hätte man Crack Key ja doch mitnehmen können. Naja, also natürlich nicht, weil ich war ja schon tot, aber... Uff, okay. Boah, da muss ich Dogma und Co. ja richtig gut spielen. Oh je. Dann kann ich sogar eine Joyful Pill mitnehmen. Klopft er hier die ganze Zeit auf irgendeinen Topf? Klingt zumindest so. Hm. Also für das, was ich in Rando gestartet habe, weil ich Mulligan bekommen habe, muss ich ganz ehrlich sagen, es ist echt dünne. Merke, Mulligan ist zwar ein extrem cooles Item, aber es lohnt sich damit echt keine Run zu starten. Jetzt müssen wir es halt nur irgendwie über die Bühne bringen. Das bringt eh nichts mehr. Na, ehrlich gesagt, ist doof. Oh. Sehr gespannt. What the hell, Alter. Noch so viel Leben, das ist absurd. Was klopfen sonst auch immer da? Noch nie aufgefallen. Ah, okay, ich meine, geheilt werden wir ja nochmal. Ich muss nur lebend ans Ziel kommen. Alter, was ist er denn für ein Riese? Oh Mann. Yo! Oh gosh. Puh, da darf ich nicht schießen, sonst spreng ich mich selber. Ah, Mulligan. Wegen dir haben wir angefangen. Oh, wait. Ich meine, da könnte ja noch eine Soundkarte rauskommen.
nicht normal sein, Alter. Hierophant, there we go. So was habe ich gesucht. Oh boy, das lohnt sich ja so. Oh. Okay. Naja, aber das brauche ich nicht. Shop Pyro, standing still for a few seconds in the shop makes ice set down. Nein, das brauchen wir nicht. Empress ist nicht so gut wie Joy. Dann nehmen wir das Soul Heart mit. Wir nehmen die Soul Hearts mit. Nehmen Joy wieder mit. Und dann sieht das lebenstechnisch plötzlich wieder echt voll okay aus. Geheilt werden wir, wie gesagt, nochmal. Das Feuer muss mich so carryen, Alter, bei Beast. Puh, das soll halt nicht mehr verlieren, wenn es geht. Mach mir eher um Dogma, so. Nee, ganz ehrlich. Mach mir eher um Dogma Sorgen. Weil die Reiter und Beasts sind wenigstens einfach zu treffen, aber Dogma? Nicht wirklich. Ja, ich skip das. Mein Ehe, was ist denn das für eine letzte lange Ebene? Okay, finally. Nun denn. Let's see. Das ist schon mal Quatsch. So, hier ist nochmal der Heal. Wow, ein Schlüssel. Und das letzte Item ist immerhin ein Backwards-Schuss. Naja, ich weiß nicht, ob das was bringt, ehrlich gesagt. Es wird sehr schwer. Weiß auch nicht, ob ich nicht vielleicht für Dogma Joy nutzen sollte. I don't know. Warum sind Solars denn besser als Netzcontainer? Ist in dem Fall ja scheißegal, was es ist. Hauptsache das Leben. Hier Firemind extrem gut. Wenn ich zu viel Herzen verliere, kann ich ja nochmal die Pille drücken, die Dings drücken. Okay, Firemind. Carried komplett rein. Bitte nicht mehr drehen, bitte nicht mehr drehen, bitte nicht mehr drehen.
Ich kann eigentlich zu nah dran stehen, sonst tut mir selber weh. Geil, das Feuer fliegt, ja. Hält das nicht normalerweise so drunter? Aventurion, das Ding, der DLC ist 3 Jahre alt. Nachdem hat er gesagt, es kommt keine mehr. Aber schon weit hin her. Ja, das war mein Problem. Ich hätte hier nicht schießen dürfen wegen dem Dingseffekt. Scheiße. Oh, das ist ein Herz, das ist ein Herz, das ist ein Herz. Oh mein Gott, das kommt mit mir dran. Scheiße. Ja, mein größtes Problem. Was mache ich eigentlich? Achso, das Auerglas geht gar nicht mehr, sehe ich gerade. Man kann das Auerglas tatsächlich nicht drücken, wenn das. Okay, ich hab's wieder bekommen, das Herz. Nice. Stimmt, wegen dem Backward-Shot sollte ich eigentlich sogar immer safe sein, ne? Nee, leider nicht immer. So, Doom, Junge! Ich habe ja gesagt, Fire-Shot wird so carryen. Oh mein Gott. Then suddenly, the sky above cracked open, and a white beam of light reached down into the earth, smiting the mother of harlots asunder.
Und deswegen bringt man sich am Anfang mit Lazarus nicht um. Oh mein Gott, es ist gerade so eskaliert. Von hinten Damage genommen wegen dem Stein, der runtergekommen ist, durch diesen Berührung nach vorne gerutscht. Vorne direkt den Explosionsshot gehabt, der dich dann auch gehittet hat, der dich dann wieder nach hinten gedrückt hat in einen anderen Stein. Ich dachte gerade, ich brech komplett zusammen, Alter.